Wir haben im Bezirk vor circa 10 Jahren um 25% mehr Betriebe gehabt. Das heißt, seit dem EU-Beitritt hat circa ein Viertel der Landwirte die Landwirtschaft aufgegeben. As I come a long time ago to Romania, you know, we fucked up the West a few times, and now we are coming to Romania. We will fuck all the agriculture here. Da sind wir natürlich das typische Fisch von Industriellware, das heißt Grenadier. Die Fische sind so tief gefangen, dass die oft wieder hochkommen mit geplatzten Augen. Dieser Fisch wird filetiert. Das gibt dann ein sehr weißes, schön weißes Filet, ohne Gräten und ohne Geschmack. Vor 10 Jahren hatte man so einen Fisch direkt zum Müll geschmissen, aber heute wird jeder Stück trotzdem gesammelt, weil es ist immer ein Wert. Dann kommen wir bei dieser komischen Rattenfisch. Natürlich absolut hässlich. Also sowas würde ich nicht essen. Sogar es gibt als Anekdote einen interessanten Ausdruck in professioneller Seite. Wir sagen, wenn wir solche Fische, es ist nicht zum Essen, es ist nur zum Verkaufen. Der Standard von den Lebensmitteln wird runtergehen, der Geschmack wird runtergehen, es wird eben nicht mehr das sein, was einmal geworden sein sollte. Die Kinder werden sich nicht mehr erinnern, wie eine Tomaten geschmeckt hat oder wie ein Apfel oder irgendwas anderes geschmeckt hat. Es wird alles anders schmecken. Wenn es um Hunger geht, ist die Situation ganz grauenhaft. 100.000 Menschen sterben jeden Tag am Hunger oder seinen unmittelbaren Folgen. Alle 5 Sekunden verhungert ein Kind unter 10 Jahren. Alle 4 Minuten verliert jemand das Augenlicht wegen Vitamin-A-Mangel. Und letztes Jahr, World Food Report, also der Jahresbericht der Weltlandwirtschafts- und Ernährungsorganisation FAO in Rom, eine Spezialorganisation der Vereinten Nationen, letztes Jahr sind 842 Millionen Menschen schwerstens permanent unterernährt gewesen, aber kein sexuelles, kein Arbeitsleben, kein Familienleben, sind invalid geworden durch Hunger. Und im Vorjahr waren es noch 826 Millionen. Also die Zahl der Opfer steigt ständig. Derselbe World Food Report, der FAO, der sagt, dass die Weltlandwirtschaft, so wie sie heute ist, ohne Problem 12 Milliarden Menschen ernähren könnte. Das heißt, ein Kind, das am Hunger stirbt heute, wird ermordet. Also wir führen im Jahr ungefähr 2 Millionen Kilo Brot weg. Das, was aber gar nicht schlecht ist, ja, das ist höchstens 2 Tage alt. Das kennt halt noch jeder essen. Und das passiert mir heute immer noch, obwohl ich das Geschäft jetzt da schon mehr als 10 Jahre mache und immer dieselbe Strecken fahre, dass alte Leute stehen bleiben und das Ganze einfach anschauen, was sie nicht glauben können, was wir da machen. Anos atrás, isso aqui tudo era mato nativo, né? Mata amazônica, que foi substituída, foi derrubada para fazer plantação de soja, né? Aqui na Amazônia, nós defendemos que não tenha soja na Amazônia, nós não queremos soja na Amazônia. Por quê? Porque a nossa floresta, o nosso solo, ele é muito bom. Agora, quando nós derrubamos tudo para plantar soja, nós precisamos, aí o solo é pobre, para a soja ele é pobre. Thank you.
Einkäufer und der Konsument hat keine Ahnung mehr, wie was funktioniert und wie was gemacht wird. Und wir arbeiten mit lebender Ware, die mal schlupfen müssen, die dann aufgestogen werden müssen und dann einmal geschlachtet werden müssen, wo in diesem Produktionszyklus von insgesamt 8 Wochen einfach immer wieder was passieren kann und das gibt's kein Verständnis mehr dafür. Weltfremder werden die Leute und brutaler und härter und wenn ich das jetzt so will, dann muss das so sein. Wieso das so ist? Weil es keine Leute mehr gibt, die oben sitzen, die sich von unten nach oben gearbeitet haben. An sich interessierten Handel. Der Preis, ne? Geschmack eigentlich, ist kein Kriterium. Hier haben wir den elektrischen Betäuber. Im Betäuber selbst befindet sich ein Wasserbad, welches unter Spannung steht. Da werden die Tiere dann mit dem Kopf durchgezogen und in eine Bewusstlosigkeit versetzt. Wenn sie dann den Betäuber verlassen, werden sie hier mit diesem rotierenden Messer getötet. Freihandel hat mit Freiheit überhaupt nichts zu tun. Das ist eine riesige Lüge. Es ist die Freiheit des Raubtiers im Dschungel. Wenn Nestle zum Beispiel gegen ein afrikanisches Bauernsyndikat antritt, ist das wie wenn der Box-Weltschwergewichtsmeister Mike Tyson in den Ring geschickt wird gegen einen arbeitslosen Bengalen, ausgehungerten Bengalen. Und die Konzerne, die Macht der Konzerne heute auf dieser Welt, drückt sich aus in einer Zahl, die die Weltbank letztes Jahr publiziert hat. Im letzten Jahr sind 52% des Weltbruttosozialproduktes, das heißt aller auf der Welt produzierten Reichtümer in einem Jahr, kontrolliert worden von 500 Weltkonzernen. Und diese Weltkonzerne, die funktionieren nur nach Profitmaximalisierung. Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern, der fast 300.000 Angestellte hat, auf den 5 Kontinenten tätig ist, über 8.000 Marken kontrolliert, ist Nestle. Nestle wird geführt, gegenwärtig, von einem sympathischen, braungebrannten Österreicher, der aber wiederum gehorcht der internen Logik des Konzerns, nämlich der wertneutralen Profitmaximalisierung. Und wenn er nicht jedes Jahr neue astronomische Werte für die Profite, für die Aktionäre schafft, dann ist er weg vom Fenster, dann hilft ihm seine riesige Macht, die er heute hat, über Hunderte von Millionen von Menschen auf dieser Welt überhaupt gar nichts. Profitmaximalisierung ist die mörderische Strategie der Konzerntyrannie auf dieser Welt.